Aber gibt's einen Künstler, den du hast? Es gibt keinen Künstler, den ich hasse. Ist schon? Ja. Wie geht's dir? Alles gut? Ja, du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer sagt das? Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer sagt das? Ich soll doch darauf sitzen morgen! Ja. Wieder gefickt. 5 Uhr morgens. 5 Uhr 3. Hä? Hat der nicht gesagt, dass er Fragen stellt? Wir sollen selber Fragen stellen. Euch? Uns. Wie? Mir. Wann? Jetzt. Wie geht's dir eigentlich? Gut und dir? Nicht gut. Warum? Wie alt bist du eigentlich? 5:12 Uhr. 4:20 Uhr? Sag mal, wie alt ist. 15. Du? Gut, Alter. Du? Weiß nicht. Du hast geschlafen? Wann? Mal gucken, wie dreckig der Boden ist bei uns im Zimmer, Alter. Das ist voll sauber, was erzählst du denn? Scheiße. Sieht man das? Ey, was geht ab? Sag mal ehrlich, ne? Wie findest du Colin? Wen? Colin. Wisst ihr was? Der mit der Brille, dieser Rotschopf. Ah, ey Leute, was ist? Bitte sag. Bitte sag. Und dann was für den getauft haben, bitte. Welche Vision hat es? An was erinnert der uns immer? Ey, halt so. Jeder von uns hatte bestimmt in seiner Stadt so ein Jugendzentrum, wo man in der Jugend gechillt hat, oder? Und ich finde, Colin ist so der Prototyp Jugendzentrumleiter. Wisst ihr, wie ich meine? Oder, Bruder, kennst du damals kein? Ich war in der Ganztagsschule. Da gibt es doch AGs. Und da gab es eine Zeit lang, da kamen so coole Hip-Hopper und haben so Hip-Hop-AGs gemacht. Ja, hau doch mal sehen. Alter, kick mal ein Part, Alter. Richtig cool, Alter. Mit Rucksack. Rucksack, Graffiti, die springen und so. Die haben so eine Holzwand aufgestellt. Ja. Und da hockte mein Graffiti rein, aber nur so schön, der ist cool und so ein Scheiß. Er ist der Jugendzentrumleiter. So, Colin. Was sagst du zu gestern oder vorgestern? Ich weiß gar nicht mehr, oder 5 Uhr. Was denn genau? Alles, wie das abgelaufen ist, dass 9 Künstler oder 10 Künstler uns verlassen haben. Bruder, ich sag dir ehrlich, ich weiß das alles gar nicht mehr so genau. Entschuldigung. Alles gut. Nein. War cool, Alter. Wow. Nein, war echt so. Wir haben natürlich gezeigt, dass man mit uns nicht spielen kann. Also beziehungsweise nicht spielen kann, jetzt mal Hand aufs Herz. Ich habe das tatsächlich vollkommen ernst gemeint und habe auch geglaubt, dass wir jetzt noch. Oder sag mal, ich schwöre auf alles. Ich schwöre auf meine Mutter sogar, ich habe das geglaubt. Ich habe die Jungs gesehen, wie die sich angeguckt haben. Die waren richtig Schauspiel. Der guckt so rüber. Der sagt, hey, mal raus. Ich so, hä? Ich denke mir aber, okay, ich nehme das so hin. Ich so, das meint er nicht ernst, Bruder. Und dann habe ich so geguckt. Dann dachte ich mir so, okay, Colin ist ja eigentlich voll korrekt. Dann hat er da so rüber geguckt. Dann gucke ich einfach und BZ an. Ich schock, wie die das gemacht haben, wie die das gespielt haben. Er sagt, ja dann, aber raus. Okay? Und dann habe ich mir gedacht, boah, die sich gerade gefickt selber. Hab ich mir gedacht, ich guck die erstmal uns, Bruder, sind die krank? Du hast eine Performance gesehen? Einfach, die wollen, dass wir gehen, weil wir uns nicht, also weil wir keine Fragen haben, Bruder. Das habt ihr echt gut gemacht, Alter. Das war echt krass. Ich hab so, eigentlich, ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Ich hab's 100% genauso abgekauft. Ich schwöre auf alles, ich hab's auch wirklich abgekauft. Und was mich richtig stolz gemacht hat, dann die anderen haben nachgezogen. Die haben auch, die standen auch stabil, richtig stabil da und haben gesagt, ja, nein, gibt's nicht. Und das fand ich richtig krass. Und Bro, was war das für ein Bild? Alle gehen rüber und da stehen nur noch einen Tag die Leute, die anderen Leute ausgewählt haben. So. Aber die sind ja dann auch rübergekommen. Die sind dann auch rübergekommen und ich muss auch sagen, Bro, man muss auch fair sein, ne? Man ist dann auch unter Druck und jeder will irgendwie eine Karriere starten. Und aber warte mal ganz kurz. Wenn dann jemand so gepatzt hat und so, dann kann man auch ehrlich sein. Ich schwöre alles. Wir haben halt nicht gepatzt. Wir haben alle einen super Auftritt abgelegt, so, weil wir hätten das gar nicht sagen dürfen. So, so, aber warte mal ganz kurz. Als die Künstler zu uns gekommen sind eigentlich auch die Künstler zu uns gekommen, die rausgewählt worden sind? Welche Künstler? Die rausgewählt worden sind. Van Gogh. Ah.
Am Anfang waren noch die zwei Gruppen, die haben ja zwei Künstler. Welch Künstler, fragt er. Kamen die mit zu uns? Was? Kamen die zu uns rüber? Ja. Wer gefragt hat? Ich weiß gar nicht, Bruder. Auf mich, Bruder. Ich schau auf alles, Digga. Cool. Du hast schwitzige Hände, Bruder. Ich schwör, alles immer, hier ist überall warm, Digga. Bist du nervös? Ja, wunderbar. Wie kommt ihr miteinander zurecht in eurer Zelle? Scheiße. Ich fuck mich richtig ab. Echt jetzt? Voll scheiße. Absolut. Immer. Ja, wir haben das jetzt versucht, uns so zu machen, immer wenn der eine sich einschleudern will, muss er den anderen immer erst anrufen, wenn er nicht aufs Zimmer ist. Wo bist du? Komm hier hin. So. Und wenn er dann kommt. Dass man halt nicht alleine ist. Seelischen Beistand. Bruder, man braucht manchmal seelischen Beistand. Das ist ganz wichtig. Und jemand, der einen anfeuert. Weißt du, dass es schnell geht, Bruder, dann ist er wieder raus und so. Manchmal braucht man, komm, mach. Push dich, komm, mach. Komm, Bruder, komm. Was? So. Ja. So. Braucht man. So. Ist gut, ja. Und nein, sonst verstehen wir uns halt echt scheiße. Generell. Ich freue mich endlich, wenn die Scheiße hier vorbei ist und ich stehe dir an, verpiss dich, Alter. Echt? Er klaut doch manchmal, guck ich so. Ich denke, ich habe voll viele Boxershorts eingepackt und so. Ich denke, nimm noch so ein, zwei Boxershorts. Ich guck so, der hat Boxershorts von mir an. Frag, so, aber ich habe mich danach, war unangenehm zu fragen, Bro, es kam mein Boxershort an. Kann ja auch sein, dass der die selber. Ich habe den nur genommen, weil ich dachte, der Kackstreifen wäre irgendwie so ein Emblem von irgendeiner Marke, bis ich festgestellt habe, das ist einfach nur Kacke. Das ist kein Kacke, Bruder, das ist Designer. Ich schwöre, das ist Designer. Gibt es Künstler, wo du sagst, krass, die haben dich echt so überzeugt, so mäßig, so du dachtest am Anfang, mit denen finde ich wahrscheinlich keinen gemeinsamen Nenner? Unabhängig jetzt von den Jungs, mit denen wir also unser ja, aber mal klar, also unser Squad. Also unser Squad sowieso, ne, mit dem wir die Fünferrunde gemacht, haben. Walid, Kelmo, Nayon, Skandal, ich. Und da war ich die ganze Zeit maximal überzeugt von jedem Einzelnen. Und sonst, wie meinst du, menschlich oder vom musikalischen? Genau, Beispiel, man hat ja manchmal so immer so kleine Vorurteile, dass man so... Leider, gell, man hat das immer. Man will eigentlich, man sagt immer, man soll nicht keine Vorurteile haben, aber automatisch, Bruder. Menschen sind immer so. Es gibt ja Menschen, die sagen, Bruder, ich mache mir mal mein eigenes Ding. Halt, ja, ja, niemand macht sein eigenes Bild. Kannst du mir sagen, was du willst. Ich muss sagen, ich war sehr, sehr, sehr positiv überrascht von Azu. Sehr krass, weil das Ding ist, er sieht... Er ist ein maximaler Star, wenn du ihn dir anguckst, Bruder, er sieht aus wie ein Star, er rappt übertrieben krass, er singt krass und sein Erscheinungsbild ist nicht, ich will nicht sagen so, nicht einschüchternd, das ist das falsche Wort, aber man denkt, okay, guck da, dieses Star. Er hat so ein mächtiges Dasein. Ja, er hat so eine krasse Aura und ich glaube, das irritiert viele Leute, das hat mich auch am Anfang irritiert, dass man denkt, okay, der ist ein bisschen so, oder wo ich ihn kennengelernt habe, der feiert ein richtig, richtig, richtig krasser Typ. Er ist Minimum menschlich genauso ein Star, wie er musikalisch und optisch ist. Weißt du, was ich ansonsten, sind, warte, Bruder, ansonsten alle, Vito, das Bruder, ich gerade sagen. Ich habe Vito kennengelernt, Bruder, wir kannten uns, wir haben zwei Tage im Hotel zusammen. Bruder, er ist auch so, die meisten, die hier sind, wir sind direkt so alle zusammengewachsen. Ich habe alles hätte ich auch nicht gedacht. Ich bin ja, wir sind ja auch beide, wir hatten ja beide an sich sogar die Intention oder generell mit dem Gedanken gespielt, dass es hier auf jeden Fall eine Rauferei geben wird. Dass sich auf jeden Fall hier Leute irgendwie, keine Ahnung, sich mal prügeln würden. Kaufst du deine Brillen bei Firmen eigentlich? Ja. Das ist günstiger, ne? Als woanders. Ich hab die damals immer von Moviepark genommen, diese 3D. Bruder, ich wollte dich nicht unterbrechen, erzähl weiter. Ja. Und dann sind wir rausgelaufen. Dann kam der direkt von links. Seitdem habe ich meinen Führerschein. Aber gibt's einen Künstler, den du hast? Ich bin saumüde. Was hast du gesagt? Gibt es einen Künstler, den du hast? Ist er krank? Wenn du jetzt einen Namen raushaust, dann bist du echt krass. Nein, sowas mach ich nicht. Es gibt keinen Künstler, den ich habe. Gibt es echt nicht, oder was willst du von mir? Gibt es nicht. Nein, alles gut. Nur Liebe, kein Hass. Also den einen oder anderen hasse ich auf jeden Fall. Ich schwöre. Sage ich auch so straight in die Kamera. Aber okay. Das ist krass, Digga. Das war ich mal, wenn du aus dem Bett warst. Hey, Bruder, mal abgesehen. Jetzt, du sagst, es gibt einen Künstler, den du hast. Gibt es, sagst du, ne? Ja. Aber ist es dann,
geht dein Hass so weit, dass es so missgünstig wird? Oder sagst du immer noch, ich mag ihn nicht, ich mag ihn nicht, aber ich gönne trotzdem, wenn er jetzt hier abliefert und Dings, würdest du es gönnen? Obwohl du diese Person nicht magst? 100%. Muss, ne? Ich schwöre alles, das muss, weil ich sag dir mal, wenn man den Menschen nicht mag, heißt das nicht, dass man, guck mal, man muss trotzdem den Menschen Respekt widmen bezüglich seiner Arbeit. Das heißt, ich respektiere hier jeden Künstler, der hier anwesend ist. 1 Million Prozent. Für das, was er macht. Ich respektiere ihn, dass er Musik macht. Ja, okay, ich bin voll auf deiner Seite. So, aber er kann trotzdem menschlich ein sein. So, muss man sagen. So, großteils der eigenen 5 Künstler sind unfassbar korrekt. Aber es gibt leider Gottes immer den einen oder anderen, der aus der Reihe tanzt. Aber sonst nur lieber an fast jeden einzelnen Künstler. Ich habe mich, wie gesagt, auch hier Baro und Bayo. Ey, auch super Typen, ne? Unfassbar. Und musikalisch auch krass. Die sind ja auch schon mit meinem Bruder Mokro Studios auch schon verknüpft. Viele, 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 viele krasse Leute. Wir sind, komm mal, Bruder, wir sind nur noch 30, was? Musikalisch kann man nicht mehr sagen. Denkst du, du kommst in die nächste Runde? Bezüglich unserer Leistung vom Song? Nee, wir brauchen ja noch ein paar Runden bis zur nächsten Runde. Ach so, du meinst nächste Runde. Und ich hoffe doch. Bro, ich bin guter Dinge, wenn wir stabil abliefern, wenn ich weiß, wie wir sind, wenn das so läuft, wie wir es vorbereitet haben, steht dem eigentlich nichts im Weg, denke ich. So. Infinite, jetzt die Frage auch an dich. Skandal hatten wir schon gefragt. Wie war deine erste Begegnung auf BZ und Ember und was ist deine Meinung gegenüber den beiden? Max, deine ehrliche Meinung. Ganz ehrlich? Ganz ehrlich. Schrott. Richtiger Schrott. Komische Leute. Ja, komisch, Bruder. So. Du gehst morgen, nein, weil ich sag morgens, du bist seit morgens 9 Uhr unterwegs, du gehst hier durch diesen Knast, 16, 17 Uhr, die kommen verschlafen, die sagen guten Morgen. Und ich denke, was ist das denn? Und generell, wie die dir auch immer Hand geben, wenn du morgens da bist und dich fragen, Nase, Bruder, Nase, kannst du auch umgehen. So, Digga, ekelhaft, Alter. Da bist du da am Essen, Alter, dann kommen die, oh, wie geht's dir, wie war dein Tag, wie hast du geschlafen, boah, Alter. Du denkst dir nur deinen Alter weg. Generell, also willst du von mir und dann immer so, können wir was für euch tun und so, ey, was? Du merkst richtig, ne? Ja, Digga, was wollen die von uns, Alter? Echt? Braucht nein. Was? Nein, ey. Ey, erster Eindruck super. So, was soll ich dir sagen? Erster Eindruck super, wir verstehen uns alle. Wir reden auch außerhalb der Kameras. Alles super. Ich kann gar nichts Negatives sagen. Ich bin jetzt natürlich, wir haben nicht so einen engen Draht, dass ich jetzt wirklich über Charakter oder sowas urteilen kann, aber so bis jetzt ist alles super. Dankeschön, Infinity. Ach du Scheiße. Infinity. Bist du oder geht? Das war toll. Er hat zu viel, Bruder. War einer zu viel, ne? Ey, Bruder, Spaß mal leid. Ich schau mal, ich hab einen richtigen Kick. Jungs, mach's gut, dann. Okay. Du gewürzt, Bruder, wir haben beide ab, Digga, wenn das so ist. Lass uns mal bleiben. Ja. Warte, okay, ihr habt mir jetzt einen Moment versaut, ich muss kurz euren Sound picken. Jetzt sind wir gleich da. Jetzt sind wir wieder gut miteinander. Aber mach das nicht nochmal, Bruder. Ich hab echt einen richtigen Kick da drauf. Aufpassen. Infinity. Warum? Was ist denn so schlimm daran? Ist ein Auto oder was? Ist das ein Auto? Hab ich die Reifen? Hab ich einen längs? Sieht man das Kupplung? Wie sieht man das Kupplung? Ich sehe das gut, so, weil das hier Leine. Geht das durch? Aber schmeckt ein bisschen stoffig. Achso, hier so. Nein, nein, ich mag es echt nicht. Ich mag das halt echt nicht. Infinite, was ist deine Meinung zu dem Hotelpersonal? Das ist wirklich so. Also ich weiß nicht, wer der Chef ist und wer das Personal tut. Boah, der eine ist ein richtiger, ein korrekter Typ. Bro. Skandal war todesheiser vor unserer Performance gestern. Maximum, ne, war gefickt. Und wir haben alles versucht, um ihm irgendwie die Stimme wiederzuholen. Ich will unten heißes Wasser und weil wir ihm so einen warmen rote Beete-Shake, was auch immer da gemacht haben. Ich will heißes Wasser holen. Der gibt mir einen Glaskrug. Er gibt mir einen Glaskrug. Er macht. Wasserkocher, heißes Wasser, kochendes Wasser in die Glas und steckt mich schon so, Bro, hä? Oder hä?
Es gibt, warum gibt es Tassen, Bruder? Nicht umsonst. Tassen ist einfach so ein Erfinder. Ich dachte, okay, der weiß schon, was der macht. Was hast du da mit dem Bier gemacht? Na jetzt pass auf, ich habe gedacht, ihr habt noch gefragt, meinst du nicht, dass das irgendwie zu heiß ist? Nein, nein. Ich schwör's euch, schon das so. Geh von dieser Theke weg mit diesem Maßdruck. Ich dreh mich nach links, geh einen Schritt. Ich schwöre es euch, es geht nur um. BAM! Flog alles. Scherben überall und meine beiden Hände voll kochende Wasser. Ich denk, hat der mich gefickt jetzt, ne? Ich spür meine Finger nicht mehr. Der guckt mich an, ich guck den an, der sagt, oh, ich mach dir ein neues. Sag danke, dass du mir neues machst, meine Hände verbrannt, überall Scherben. Ja, auf jeden Fall, der ist auf jeden Fall richtig dreckiger. Er hat das extra gemacht, doch, glaube ich. Er wollte mich erblenden. Er wollte, dass eine Scherbe hineingeht. Schwanz. Und sonst, der Chef, ich weiß nicht, könnt ihr mir sagen, wer der Chef ist, könnt ihr mir bildlich beschreiben? Der mit der mit den Haaren, mit der Brillung, fast Glatze. Ja, man, dieser Opa. Ein älterer Mann. Ist er nett? Ist so. So. Und der Junkie, der arbeitet auch hier. Ja. Der ist Security. Er ist Maximum, er ist King. Was für ein Security, Bruder, der kriegt ja alles in den Griff. Er geht so an uns vorbei. So. So hier, man sieht so ein bisschen so, da geht vor. Er ist voll drauf. Bruder, ich schwör's dir. Ich hab ihn gestern gesehen. Gestern war er so. Ich dachte einfach, okay, der ist so ein bisschen gestresst am Arbeiten. Der war ja am Arbeiten, ne? Aber er hat mich auf einer Zigaretten gefragt. Fällt mir gerade ein, das hab ich vergessen. Hast du eine Zigarette? Ich hab ihm drei gegeben, auch korrekt. Das ist mir auch keine, ne? Ja, die haben ja auch keine mehr. Ey, und dann, ich stehe eben vorne am Eingang, da kommt so ein Maximum am Arsch, Bruder, er war auch richtig, richtig drauf. Oder auf Turkey. Er war nicht drauf und wollte drauf sein. Er ist verschwitzt, seine Hose hängt auf halb acht, er kommt so. Er ist voll weg. Ich weiß nicht, wie er arbeiten soll. Aber vielleicht schläft er sich bis morgen aus. Er war auf jeden Fall ziemlich am Arsch, der Arme. Das sind solche Hosen, ich schwöre auf alles, solche Hosen, ne? Sieht dann mit der Hose voll im Fuß auf. Bruder, kennst du? Du ziehst Socken, ich zieh Socken erst an, dann ziehst du diese Hose an, weiße Socke wird schwarz auf einmal. Hast du es gesehen? Immer, Wallah, immer. Nee, ansonsten, das ist der Chef, den mag ich nicht. Echt nicht. Ich mag ihn nicht. Ich glaube, alles diesen. Also, der ist so. Der Chef ist so, so der zweitgrößte. Der größte? Gibt's keinen? Nein. Nein, ich. Ungesund. Nein, so nicht. Die Eltern können ja eigentlich nicht. Hey, nein, es gibt hier keinen. Es gibt nur Bruder, wie viel Spenden musst du dich auf so ein Ding setzen? Ja, die war so. Nein, eigentlich. Die Kamera, wenn ich sag. Was? Was die Kamera weg? Ja, Bruder. Bruder, sag mal ehrlich, ne? Hast du noch Bock hier zu bleiben? In der, hier auf der Couch? Ja, ich meine so generell so in diesem Hotel. Dass du eingetast. Dass du eingefällt. Ach ja. Hast du Bock hier in diesem Knast noch zu bleiben? In dem Hotel? Bruder, an dich, ey, ich schwöre jetzt auf alles ernst. Tatsächlich, ich weiß nicht wieso, aber es war, wir sind immer am Arsch, wir sind müde und so, aber ich hab auch schon ein bisschen Spaß. Wir sind mit allen Jungs so, wir haben Spaß, wir lachen übertrieben viel. Eigentlich habe ich schon noch Bock, auf jeden Fall. Heute hatten wir auch einen echt geilen Tag, also wir mussten heute nicht viel machen. Wir sollten heute eigentlich performen, hat aber leider nicht geklappt. Weil wir waren bei Telekom in der Warteschlange, Bruder. Ja, du denkst, die Musik kommt die ganze Zeit und du denkst auch immer, kommt die Stimme. Unsere Mitarbeiter sind gerade in einem Gespräch. Mit Anzahl. Aber sonst war ein sehr lustiger Tag. Ja, ich hoffe, alles heute echt mega lustig. Ja, Mann. Ey, Digga, weißt du, was wir machen? Guck mal jetzt. Kennt ihr das hier noch? Guck mal, kennst du das noch? Ich glaube, wir sind die absoluten Kings da drin. Basschen? Ja. Wir sind einfach gerade aufgestanden.
Ja, dann halt du deine Fresse. Bruder, was hat die gemacht jetzt? Das ist ihr Job. Die sitzt jetzt da, Bruder, und muss die Ansagen machen. Jedes Mal, Bruder, du beleidigst den Blut von uns. Ich glaube, die wird wirklich die immer mit einem Anruf die Ansage machen müssen. Oha, Bruder, ja. Drücke 6 für Frau oder 5 für Mann. Also was ich bin? Nein, wenn du haben willst, das ist doch nicht Best Chat, Bruder, das ist irgendeine Sexhotline oder irgendwas. Hä? Ist das normal bei Best Chat, dass man. Nein, ne? Bruder, was gibst du für Nummer ein? Das war auch auf Kurzwahl, ich schwör's euch, der hat keine Nummer eingegeben. Mit Männern zu sprechen? Hä? Macht wechseln klar? Ja. Hallo? Wie geht's dir? Alles gut? Ja, bitte. Ach, woher kommst du? Stuttgart. Was für ein Zwanni? Was? Stuttgart? Mhm. Woher aus Stuttgart? Stoffenhausen. Krass, ich bin auch sehr oft in Stuttgart. Cool. Wir haben in Reutlingen, Sindelfingen, Feuerbach, Metzingen. Was für ein Zwanni? Was bist du für ein Stern? Ich bin Sternzeichen. Ja, Waage. Krass, wie alt bist du? 25. Krass, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr eintöniges Gespräch. Kannst auch Gegenfragen stellen, ne? Alles gut, ich beantworte die Liebe. Was sind deine Stärken? Kein Blabern, sondern meine Stärken, Labern. Labern? Ja, meine Frau ist auch noch da. Ach so, schöne Grüße an deine Freundin. Wie alt seid ihr zusammen? Ich weiß nicht, was meine Stärken sind. Ich kann gut kochen. Okay. Ich kann gut nerven. Ich kann gut schlafen. Ja, guck mal, ich bin hier gerade mit einem Bruder meinerseits. Wir sind gerade auch in der Nähe von Stuttgart. Wie alt wart ihr jetzt nochmal? Ich bin 25, meine Freundin ist 18. Krass. Ich habe eine kurze Frage. Könnt ihr euch ins Knie ficken? Nee, funktioniert nicht. Ja, guck mal, ganz ehrlich, das muss so nicht sein. Die sind nett. Nee, ich meinte gerade. Ich habe ja da doch nur gesagt, sie hat mit mir geredet. Was auf dem Beat spitten können. Habt ihr zu Hause ein Festnetztelefon? Warte mal kurz. Hallo? Ja. Wie heißt du? Simon. Sina. Sina? Mhm. Okay. Bist du schon da gewesen? Da, wo der das Fahrrad unten links abgestellt hatte. Nee. Viertel vor zwei geht's los, Junge. Sag deiner Freundin auf jeden Fall auch Bescheid. Um Viertel vor zwei gibt's ein Arbeitszeugnis von eurem Praktikum. Okay. Nicht okay. Ey, darf ich raten, was für eine Haarfarbe du hast? Ja. Grün. Grün? Nein. Schwarz, hast du gesagt? Nein. Nein. Nein, ich meine, ob du schwarz gesagt hast. Nein. Nein. Guck mal, ich habe jetzt eine ernste Frage an dich, ne? Nein. Was hast du für ein Schwimmabzeichen? Gott, das weiß ich doch nicht. Wer dich hört, denkt, ich habe dich gefragt, du, keine Ahnung. Was hast du für ein Schwimmabzeichen? Willst du mich gerade verarschen? Ey, guck mal, fuck mich nicht ab. Was hast du für ein Schwimmabzeichen? Weiß ich nicht. Ja, komm, entweder du beantwortest mir sofort die Frage oder ich leg auf. Nein, ich auf. Tschüss. Ey, guck mal, wir machen eine Idee. Was hast du für ein Schwimmabzeichen? Jetzt mal ernsthaft. Ohne Spaß, Bademeister. Ist das ein Schwimmabzeichen? Was redest du? Ist nicht, ne? Doch. Du musst vom 6 Meter... Rückwärtssalto unmittelbar neben der Schwimmbadbeckenkante machen. Genau. Das darf nicht über unter 1 cm Abstand sein, gell? Guck mal, bist du bereit für den Idiotentest? Sollen wir machen? Okay. Denkst du, du würdest den gut hinbekommen? Du, ich lese mir jetzt was vor. Ja. Und okay. Guck mal, ich sag dir ehrlich, Bruder, enttäusch mich nicht. Ich schwör alles. Ich bin der Meinung, dass wir beide an sich gar nicht so auf den Kopf gefallen sind. Oder immer, wenn ich schlau reden will, merkt ihr, macht ich. Dass wir beide an sich. Wenn ich schlau reden will? Ja. Wie viele Geburtstage hat der Mensch?
Eine? Einige Monate haben 31 Tage, andere 30. Wie viele Monate haben 28 Tage? Alle, mein Bruder. Ist es in der Schweiz erlaubt, dass ein Mann die Schwester seiner Witwe heiratet? Nochmal, mein Bruder. Ist es in der Schweiz erlaubt, dass ein Mann die Schwester seiner Witwe heiratet? Das funktioniert nicht. Warum? Ein Tod ist. Stark. Was war am 6.12.1943 in Berlin? Nikolaus. Boah, Digga, ich schwör bei Gott, du beantwortest gerade die Fragen echt wild. Berlin schreibt man am Anfang mit B und hinten mit H. Stimmt das? Nochmal, oder? Berlin schreibt man am Anfang mit B und hinten mit H. Stimmt. Warum? Ja, pass auf. Nein, sag mal bitte. Weiß nicht, ich hab geraten, oder? Was denkst du, so jetzt? Berlin schreibt man am Anfang mit B. Ja, so vorne kommt ja, Berlin schreibt man vorne am Anfang mit B. Ah, ja klar, Berlin schreibt man mit B und das Wort hinten schreibt man mit H. Wie viele, bist du ein bisschen religiös? Also ich bin katholisch, aber ich bin jetzt kein aber sehr ich, krass praktizierter. Nein, alles gut, Christen. Aber ich meine, kennt sich ein bisschen aus. Das sind so, guck mal. Vielleicht, okay. Stell die Frage. Wie viele Tiere hat Moses damals mit auf die Arche genommen? Keine. Warum? Keine Ahnung. Ey Bruder, Alter, willst du mich verarschen, Digga? Ist richtig, Bruder, aber warum? Wenn du jetzt noch den Grund nennst, bist du krass, weil das nicht Moses war, sondern Noah. Oh ja, Bruder. Arche Noah, natürlich. Ja. Moses hat das Meer gespalten. Wie oft kann man 1 von 20 abziehen? Einmal nur. Ey Bruder, ich schwöre bei Gott, der hat bis jetzt alle Fragen richtig beantwortet. Ey, krass. Ja, einmal geht's ja nur, weil dann ist es ja kein 20 mehr. Kann ein Mensch, der westlich von New York lebt, in Manchester begraben sein? Ja, weil Manchester westlich von New York ist. Erste Frage, wie du falsch machst. Ja? Ja. Der lebt doch, wo willst du denn lebendig beerdigen? Ich sag doch, ein Mensch, der... Oder man kann jemanden lebendig begraben, was ist das denn? Ein Ziegenbock steht auf der Grenze. Auf einer was denn, für eine Grenze? Auf eine Grenze. Wer was für eine Grenze? Hier so eine Grenze, Landesgrenze? So sagen wir mal, eine Grenze zwischen Spanien und Frankreich. Okay. Wer darf ihn melken? Niemand, Digga, ein Ziegenbock kann man nicht melken. Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer sagt das? Ist das ein Zitat aus irgendeinem Film? Oder? Nee, generell. Gute Frage. Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer sagt das? Check ich nicht, Bruder, aber wirklich. Er hat einfach alle Fragen beantwortet. Das ist so krass und die Frage nicht. Du bist mein Sohn, aber ich bin nicht dein Vater. Wer sagt das? Meine Mutter. Hä? Warum hast du lange gebraucht? Warum braucht man neue Häuser? Wie? Warum baut man neue Häuser? Weil man keine alten Häuser bauen kann. Okay, der ist gut. Womit fängt der Tag an und hört die Nacht auf? Mit der Sonne, mit Sonne. Mit dem Buchstaben T. Hi, wir haben einen Witz gemacht. Das sind diese Colin-Witze. Ich schwör auf alles, Digga. Was steht? Oder Colin ist richtig korrekt. Colin ist richtig korrekt. Ich schwör, bester Mann, der kommt immer runter, der begrüßt uns nie. Richtiger Ehrenmann. Colin ist richtig korrekt. Ich bin auch froh, dass wir nicht benachteiligt werden und hier eventuell jemand ein Hotelzimmer hat mit Fernseher und wir nicht. Das ist nicht schlimm. Alles gut. Das ist nicht schlimm. Alles gut, wir sind. Ach, der ist richtig korrekt, ohne Spaß. Ja, super. Auch das beste Essen hier und das einfach. Das, ja, dass wir manchmal einfach nur einmal am Tag essen, bester Mann. Bruder, warum kettet der uns nicht direkt einfach vorne am Hof an, gibt uns so einen Napf mit einmal Wasser und so runde Futter. Also ja, mein bester Mann, ohne Spaß. Findet ihr das unfair, dass ein gewisser Künstler einen Suite hat und ihr nicht? Nein, wir finden das fair. Unnormal, ist doch klar. Oder wir finden das fair, was? Wie, warum sind wir so unfair? Warum sollen alle 39 Künstler eine Suite bekommen? Ist doch fair, dass nur einer die hat. Ist so. Das ist doch absolut normal. Klar darf der. Hä? Warum sollte der kein Fernseher? Fragen nicht verstanden auch. Warum sollen wir denn ein Fernseher auf unserem Zimmer haben? Oder kein Fernseher gucken. Wir wollen doch kein großes gemütliches Bett, wollen wir nicht. Ja. Warum sollen wir denn. Gar keinen Sinn. Warum sollen wir denn. Hä? Ich verstehe es auch nicht. Das ist absolut. Hey, das ist scheiß Fragen, Bro. Was soll ich dir sagen? Kacke, Digga. Ja.
Wie findet ihr die Hardliner? Guck mal, nett, oder? Ihr wurdet ja heute gepackt. Und ich schwör auf alles, dafür gibt's heute eine Antwort. Sollen wir die heute... Weißt du, was die mit unserem Zimmer gemacht haben, diese kleinen Schwänze? Heute werden wir... Nach diesem Video nehmen wir euch mit. Guck mal, wir sind gerade aufgestanden. Wir mussten wie so kleine Gim-Gims in unserem Bett schlafen. Und was hassen wir über alles? Lieber, was haben wir gestern noch geredet, als wir das gemacht haben? Was hassen wir über alles? Enttäusch mich nicht, Bruder. Wann haben wir darüber geredet? Als wir im Zimmer waren. Haben wir etwas gemacht, dann hast du mich angeguckt, dann hast du gesagt, es gibt nichts, was ich auf dieser Welt mehr hasse. Dann habe ich gesagt, Bruder, das ist das Schlimmste, was es gibt. Während du mir etwas angereicht hast. Und wir dann so... Bruder, ich schwöre es, ich weiß nicht wieso, ich hasse es, Betten zu beziehen. Bruder, ich schwöre auf alles, ich schlafe lieber ohne Bettdecke im Winter, egal. Dieses was. Bett beziehen, den Bettbezug da drauf und das passt nie, dann gehst du mit der Ecke von der einen Ecke da dran. Das, und ich schwöre, die sind in unser Zimmer gekommen, haben alles verwüstet, unser Bett abgezogen. Wer hat eigentlich gesagt, dass sie unser Bett abziehen sollen? Ich habe gar nicht verstanden, Digga. Und haben das einfach so gelassen. Gar keinen Sinn. Und das lassen wir nicht zu. Nee. Die beziehen das gleich noch. Lass die mal ficken, diese Pisser. Ja. Was? Bist du müde? Er ist eingeschlafen. Komm, wir machen das jetzt echt. Jetzt viel Spaß. Wie wäre es, wenn ihr ein Handlanger-Kostüm anzieht und bei Colin anklopft? Das würde ich machen. Okay, scheiß drauf, wir beziehen unsere Betten selber. Das hier ist viel witziger. Wir holen uns Colin. Weil er ist eh alles schuld. Ja, ich hoffe, alles der Weg. Er ist eh alles schuld. Aber hey, eine Frage noch, bevor ihr geht. Setzt noch was? Ihr habt doch vorhin schon eine Bestrafung bekommen, weil ihr Scheiße gebaut habt. Ja. Habt ihr gar nichts draus gelernt? Bruder. Wenn der Eier in seiner Hose hat, soll er uns noch eine Bestrafung geben. Ich schwör auf meine Mutter, ich weiß nicht, wen diese Karte hier gehört. Ich werde heute durch das ganze Hotelzimmer gehen, bis ich gucke, wer in diesem Zimmer drin ist. Und den ficke ich. Ich schwör auf alles, ich habe ihn gerade auf dem Boden gefunden. Ich schwör bei Gott. Sollen wir gleich an jeder Tür gucken, wo uns diese... Ich schwör auf alles, ich weiß nicht, wo das ist. Ne? Bei Gott, da stehen ja leider... Bruder, ich sag, das ist bei dem Bruder Walid, der... Nein, das war nicht. Nein, ich habe bei ihm schon an seinem Tür versucht. Sonst hätte ich nicht so gut. In unserem Gang hat das niemand. Ich habe an jeder Tür versucht. Ah, okay. Deswegen, wir müssen gucken, wer das ist. Und wir gehen da einfach rein und legen uns einfach neben. Hast du bei uns an die Türe versucht? Ja, ich gehst auch nicht, Brudi. Okay. Stimmt das, dass du in fremde Zimmer gehst und einfach reinkackst und wieder rausgehst? Ja. In die Toilette? Ja. Also wir warten immer ab, dass wir beide zusammen kacken müssen. Bruder, wir kacken dann schon in unsere eigenen Zelle. Das stinkt doch. So. Wenn der Flur auf ist und da ist eine Zelle offen, Pech gehabt. Ich wollte gerade sagen. Pech gehabt. Wenn ihr lasst hier die Zelle offen, dann habt ihr einen Haufen, Bruder. Ich schwöre, ja. So. Absolut, Digga. Wir gucken halt mal, wir riechen auch gerne. Bei uns wird es nie nach Kacke riechen. Ganz ehrlich, wenn die schlau wären, dann müssten die rein theoretisch einfach an unserem Arsch schon riechen. Dann müssten die das wieder lassen. Die machen einen Geruchsvergleich, die haben so eine Probe von der Toilette, die riecht am Arsch. Ich war mit alle Kindern drin. Lass mal schnüffeln. Wow. Ja, Mann, gut. Ich habe Abführmittel dabei. Hast du? Ja, lass es mal gehen. Ja, ich habe ganz ehrlich durchgehalten. Ja. Guck mal, ich habe ja so einen Knacks, wenn ich mir einen schleudere, nehme ich mir immer eine Viagra. Damit du länger kannst und deine Hand nicht enttäuscht. Ich weiß, was da mal passiert ist. Ich habe eine Viagra genommen. Da habe ich mich verschluckt. Ich habe da einfach 3 Tage lang einen steifen Hals. So richtig hart, so fette Adern. So auf dich. Einfach Schwanzkopf geworden. Einfach Kopf hier zur Heiße. Ey. Wie wäre es, wenn wir bei Chirisa klopfen und ihm die Suite entnehmen?
Der schleppt heute in unserer Zelle, Bruder. Wäre das Film, wenn wir das machen? Wäre das zu viel Film? Weil wenn wir das machen, ich schlafe in dieser Suite, Bruder. Auf alles, wir schlafen da. Wir? Deswegen überlegt euch das gut. Ich weiß, guck mal, am Ende er ist nicht schuld. Wenn wir die Möglichkeit hätten, eine Suite zu bekommen, wir würden das auch maximal ausnutzen. Das Ding ist, wir beflecken die Räume ja immer. Wir kacken ja meistens damit immer so weiß und sagen, ey Jungs, das könnt ihr doch nicht machen. Und wir haben halt so einen richtig enormen Gestank. Weil wir spülen ja auch nicht ab. Das sollte man auch nicht vergessen. Nach dem Kacken gehen wir direkt. Wir bauen einen Turm. Genau. Bis der, den es als erstes berührt hat, verloren. Und Bruder, die Kacke ist fast auf meinem Arsch. Deswegen trau ich mich nicht mehr zu gehen. Junge, Alter, wir haben schon in so vielen Toiletten hier reingeschissen. Ne? Einfach letztes Mal eine Rezeption. Da hab ich mal gut. Ich muss kurz einen Haufen legen. Ja. Unten, ich hab die gefragt, aber die hat mich nicht gelassen. Die hat gesagt, hier vorne ist doch eine Toilette. Ich hab gesagt, die sind alle belegt. Hab ich gesagt, ich bin bewusst, dass ich mir gleich vorhin in die Hose scheiße. Und ich mir gesagt, ja, dann ist das so. Und ich so, dann zieh ich aber die Hose runter, dann scheiße ich ihn direkt hier auf den Tresen. Dann haben sie den Salat. Weil ich werde die Scheiße die ganze Zeit nicht mehr machen. Ja. Scheiße, ja, stimmt auch wieder. Das Bruder, aber das, was wir zu essen kriegen, ist richtig unterste Schublade. Normalerweise, wir müssen so agieren, wir dürfen extra nicht scheißen, damit wir länger satt sind. So richtig gegen Polantik. Du, welcher Junkie machst du? Ich hab da unten gerade voll die Geräusche gehört. Und so. Oder uns will jemand ficken. Ich schwöre auf alles. Bitte mach Kamera, ich werde egal wen, wenn da wirklich einer ist, der richtig gut ist. Wenn der mir. Oder ich schwöre. Das ist der bestimmt. Ey, vielleicht müssen wir ihm helfen, vielleicht sperrt er oder sowas. Darum. Oder was sucht er da? Komm, wir gehen gucken. Wir gehören an die Sachen Colin. Wir gehören die Sachen Colin. Ja, das ja nicht er, sondern wir holen. Bruder, glaub mir, Bruder. Ey, aber Bruder, sei mir ernst. Bruder, wir gehen jetzt sogar helfen. Ich hab dir, Bruder, ich mach die Tasche vor, komm, Bruder. Hey, Bruder, jetzt mal ohne Spaß. Uns will jemand einen Streich spielen gerade, merkst du? Ja. Ja, und irgendjemand wirft die ganze Zeit was und du willst einen Streich spielen. Ich dachte erstmal, dass wir filmen, hinter euch fliegen auch die ganze Zeit so kleine Dinger, ne? Ohne Spaß jetzt, Digga. Ja, Junge, der kriegt schon mal. Alle. Was ist halt, gell? Aber leider. Erzähl mal, was ist denn da passiert? Man wollte den Tops nehmen. Wem gehört eigentlich diese Couch hier? Im Knast. Die ist seit 1970 hier. Die Couch sollte hier eigentlich nicht verschieben. Batteriearbeit. Das ist doch eine Dreharbeit. Das ist auf jeden Fall eine Dreharbeit. Ich bin sofort ein Frühstück. Ach, hier. Ein Frühstück. Soll doch da sitzen morgen. Ach, hier. Okay, dann lass die hier. Warte, was ist los? Was ist los? Was ist los? Was ist los? Das geht immer so. Was machst du da? Jetzt sterf ich direkt auf. Was ist das auch so? Warum? Apropos. Ob das im Kellzimmer sauber ist unten und so, unter dem Zimmer mit einer Art. Wer ist im Zimmer, Colin? Das ist nicht krass, wenn du nicht auf dem Weg. Du warte ab. Das ist geil, ne? Wenn du uns rausschmeißt, ne? Ich werde deinen Arsch ficken. Das war nicht fair jetzt. Dann sag du was anderes. Aufgeregt. Wenn du uns rausschmeißt. Werde ich deinen Arsch ficken? Was genau? Nein, Bruder, ich